Hallo und einen wunderschönen guten Mittag. Mona ist wieder online. Ja, ich war am Wochenende unterwegs. Wieder mal. Ich bin ja fast jedes Wochenende unterwegs und genieße diese Zeit, Menschen zu treffen, mich auszutauschen, in den Dialog zu treten und einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Ja. Dafür sind wir ja alle hier, ne? Erfahrungen sammeln. Und da bin ich richtig gut drin. Ich liebe Erfahrungen sammeln. Ich finde die richtig, richtig gut. Manche sind schmerzhaft, manche sind richtig, richtig schön und manche weißt du in dem Moment gar nicht so zu schätzen. Und ich habe jetzt gerade eben, bin ich in einer wunderschönen Energie und die würde ich gerne mit dir teilen, denn ich habe ein mega großartiges, liebevolles Telefonat mit einer wundervollen Person gehabt. Und zwar diese wundervolle Person, die kenne ich seit ich würde mal sagen, 16 bin. Ja, 15, 16. Wir waren zusammen auf der Schule. Und diese großartige Frau zu der Zeit, ich konnte nicht allzu viel mit ihr anfangen. Sie ist mir bitte liebe Yvonne. Aber wir waren so in unterschiedlichen Gruppen. Die Yvonne war eher so die total coole, habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt. Und ich war eher so die unscheinbare, weiß ich nicht, so typische Randgruppe, ne? So mit Nasen, Piercings und ganz anders und so. Also wir hatten uns zu der Zeit nicht unbedingt so viel zu sagen. Nach der Schule haben sich unsere Wege ein wenig getrennt und wir haben ja, nach geraumer Zeit uns wiedergefunden und freundschaftlich haben wir uns regelmäßig immer wieder connected, sind in Kontakt und haben uns mal getroffen und freundschaftlich uns ausgetauscht. Diese großartige Frau begleitet mich, seit ich selbstständig bin und das bin ich jetzt seit 7 Jahren. Begleitet sie mich auch in meinem Business. Und heute jetzt in diesem Gespräch mit ihr ist es mir nochmal so richtig, richtig bewusst geworden, dass Seelenpartnerschaften nicht immer irgendwas mit engen, eheähnlichen Beziehungen zu tun haben muss oder Sex oder sonst irgendwas, sondern Seelenpartnerschaften sind körperlos. Es ist völlig egal, wie alt derjenige ist. Es ist völlig egal, in welchem Körper diese Seele steckt. Und meine liebgewonnene Yvonne, das ist fast ein Zungenbrecher, das ist eine derjenigen Frauen, also so eine Frau wünsche ich jedem, die hatte mich immer in den Zeiten, wo ich so an mir gezweifelt habe und ich nicht wusste und was ich tun und wie auch immer, und ganz ehrlich, sowas hat ja jeder. Die Yvonne war immer da und hat mir immer gesagt, komm Mona, let's go, deine Botschaft. Und wir gehen jetzt Step für Step. Und jetzt machen wir das so und hier und so weiter. Und es war alles freundschaftlich und ich habe das sehr, sehr gut annehmen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Seelenpartnerschaften auf dieser Ebene, das ist mehr wert als alles andere, was man in diesem Leben erfahren darf, ist meine persönliche Meinung. Denn das macht das Leben lebenswert, wenn du Menschen begegnest, die einfach völlig vorurteilfrei, völlig erwartungslos, völlig liebevoll immer wieder an deiner Seite sind und mit dir in dieselbe Richtung gucken. Und sie hat ihr eigenes Business und sie ist ja sehr erfolgreich da drinnen. Aber trotzdem, es ist. Und da muss ich ehrlich sagen, auch an diesem Wochenende, ich habe jetzt ein wunderbares Wochenende mit großartigen Menschen genießen können, die alle wachsen und noch mehr in ihre Größe gehen wollen. Natürlich aus unterschiedlichen Leveln und Beweggründen und das ist auch gut so. Und ich muss auch da sagen, bin ich auf Menschen gestoßen, mit denen es sofort hier eine Verbindung gab, die man auch nicht mit Worten erklären kann. Und ich kenne so viele Menschen,
die sich sagen, ja, mein Seelenpartner und ich wünsche mir einen und ich würde so gerne meinen Seelenpartner treffen und ich würde gerne irgendwie und das hätte ich gerne und ich werde nur glücklich, wenn ich mit meinem absoluten Seelenpartner zusammen bin. Soll ich dir mal was sagen? Seelenpartner gibt es auf allen Ebenen. Seelenpartner gibt es nicht nur, so wie ich am Anfang gesagt habe, mit dem du dann vielleicht auch heiratest und glücklich und ewig und gemeinschaftlich und was auch immer. Das ist eine Möglichkeit, die es sicherlich gibt und die erlebe ich auch an vielen, vielen Stellen von Menschen in meinem Umfeld, die sich finden. Aber diese Menschen, die haben sich geöffnet erstmal diesem Aspekt, dass überall Seelenpartner auf dich warten. Freundschaften, Businesspartner, Teamkollegen, Menschen, die wesentlich jünger sind wie du. Und ich habe auf diesem Event einen wirklich wahnsinnig interessanten Mann kennengelernt, der so viel jünger ist wie ich und wo ich mir gedacht habe, wow, welch weise Seele. Und wo ich mir denke, mit dem macht es Spaß, sich auszutauschen. Das hat aber nichts jetzt mit dem Alter zu tun. Es geht nur darum, sich zu überlegen, wie sehr wir uns einschränken mit unseren Erwartungen, auf welchen Wegen wir großartige Menschen kennenlernen, auf welchen wir uns dann auf Herzebene begegnen können. Weißt du, je mehr du offener bist, je bereiter du bist, desto mehr kannst du auch alle Facetten leben und zulassen. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich auf allen Ebenen weiß, dass die Liebe, Liebe ist körperlos, Liebe ist, sage ich mal, völlig zeitlos. Liebe ist ohne Dimensionen. Und da denke ich mir, egal wer in mein Leben tritt und wo ich einfach das Gefühl habe, wow. Und vor allem auch Seelenpartnerschaften ist geschlechtslos. Wenn irgendeiner zu mir sagen würde, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin hetero. Ganz ehrlich, Liebe ist geschlechtslos. Deswegen könnte ich noch nicht mal sagen, irgendwie, das ist gut, das ist schlecht, wenn sich Menschen begegnen und die lieben sich. Wunderbar, völlig egal, was im Hintergrund abläuft. Und das ist das, was ich dir gerne an dieser Stelle mitgeben möchte. Mach dich frei von Erwartungen. Mach dich frei von irgendwelchen Dingen, wo du denkst, so soll es sein, das ist normal. Nichts ist normal. Normal ist das, was meistens uns das Konstrukt von außen uns aufdrückt. Und das ist Durchschnitt. Willst du Durchschnitt sein? Willst du normal sein? Willst du normale Beziehungen leben? Nein, willst du nicht. Du willst grenzenlos frei leben, lieben, kommunizieren, Erfolg anziehen, sichtbar sein. Der Durchschnitt war die Generationen zuvor. Das darf auch alles sein, es ist alles okay. Aber in dieser heutigen Zeit wird es Zeit, dass sich jeder in seine Größe bringt und über dem Durchschnitt lebt. Sozusagen mehr in seine Größe sich erlaubt zu gehen. Und dazu gehören Seelenpartnerschaften. Und anerkenne sie. Ich habe gerade zu meiner großartigen Yvonne gesagt, wow, du bist der Grund, warum ich hier bin. Hier in dieser Größe. Warum ich in dieser Größe auch präsent sein kann. Warum ich bestimmte Schritte gehen kann. Natürlich, der eigene Entwicklungsprozess hängt von sich selber ab. Aber es gibt immer wichtige Menschen im Umfeld, die einen unterstützen. Und auch da lade ich dich einfach ein. Schau mal in deinem Umfeld, ob es da genug Menschen, und genug meine ich jetzt nicht an Masse, sondern ob es da Menschen gibt, die dir wohlgesonnen sind, die dich bestärken in dem, was du tust, egal wie verrückt du bist. Und Yvonne war immer eine derjenigen, die gesagt hat, weißt du was, Mona, ich finde es gut, dass du so verrückt bist. Ich finde es gut, dass du ganz was anderes machst. Und das braucht die Welt. Yes, genau. Und mit dieser Botschaft zum Thema Seelenpartnerschaften lasse ich dich sozusagen in diese Woche liebevoll entgleiten. Ich wünsche dir ganz viel Offenheit, frei von Erwartungen und freu dich doch einfach mal auf jede Begegnung, die dir jeden Moment ja passiert. Es gibt genug Seelenpartner. Wir haben nicht nur eine. Alles klar? Tolle Zeit und bis dann. Ciao.